Herzlich willkommen bei einer neuen Meditation und weiter geht es mit der Reise durch die großen Arkane und heute habe ich die Karte der Teufel für dich vorbereitet. Der Teufel ist die Nummer 15 und die Karte zeigt ja ein gebundenes Liebespaar. Wir kennen das von den Liebenden, haben wir noch nicht gemacht bei der Reihe, aber bei der Karte die Liebenden haben wir ein Liebespaar und hier sehen wir dieses Liebespaar angekettet und wir sehen eben eine Teufelsgestalt. Und grundsätzlich steht diese Karte für Bindung. Also das luziferische Prinzip, dieses teuflische Prinzip ist eigentlich so dieses irdische. An etwas gekettet sein, an etwas gebunden sein. Versucht werden auch von der Materie. Versucht werden, bequem zu sein, angekettet zu sein an Umstände und sich nicht befreien zu wollen. Und in dieser Meditation geht es jetzt einfach mal darum zu sagen, okay, wir werden jetzt mal schauen, wo bist du versucht zu bleiben, wo fühlst du dich angekettet, wo wirst du vielleicht in Versuchung gerade geführt und wir werden schauen, dass wir hier die Energien frei machen, dass wir dich in Schwung bringen, dass du weg frei von diesen Verkettungen, Verstrickungen dein Leben leben kannst in deiner vollen Kraft und in deinem vollen Ausdruck natürlich auch. Und lass dich da jetzt nicht beunruhigen vom Teufel, von dieser Symbolik. Also da geht es jetzt nicht um das Dunkle oder Böse, sondern es geht einfach nur mal um dieses Feststeckende, um das, wo wirklich deine Energie gebunden ist und deshalb natürlich auch ein gewisser Leidensdruck entsteht. Und da schauen wir jetzt mal rein. Gut, dann schließ mal deine Augen, atme mal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus und erlaube dir mal ganz ins Hier und Jetzt zu kommen, dich absolut zu entspannen. Das bedeutet, jeglicher Stress, jegliche Aufregung, jegliche Zweifel, Sorgen, Alltagsgedanken dürfen jetzt von dir abfallen. Und du kannst ganz ins Hier und Jetzt in deine Kraft eintauchen. Und erlaube dir, einen Punkt des Friedens in dir aufzusuchen. Auch wenn alles in Aufruhr erscheint, auch wenn du nervös bist, wenn du irgendwo verzweifelt bist, wenn du das Gefühl hast, irgendwo festzustecken, erlaube dir jetzt in deiner Situation, einen Punkt des Friedens zu finden. Und schick mal diesem Friedenspunkt absolute Kraft und Stärke. Also du kannst dir vorstellen, dass du mit voller Power, wie mit einem roten Energiestrahl, absolut in deine Kraft reingehst. Mit all deiner Macht, mit all deiner Stärke kannst du jetzt in deinen Ruhepunkt, in deinen Mittelpunkt hineinkommen. Und du brauchst diese Kraft und diese Macht, um durch all die Emotionen durchzugehen, die dich bewegen, all die Zweifel, all die Verzweiflung, all die Ärgernisse, all die niedrig schwingenden Gedanken, die dich an die Erde binden, die dich mit deinem Mitmenschen in die Verzweiflung bringen, in den Ärger bringen, die dich dir selbst gegenüber unzufrieden machen. Mit aller Kraft und aller Bestimmtheit erlaubst du dir nun in deine Mitte zu kommen. Und das ist kein
keine Energie der Ohnmacht. Das ist eine kraftvolle Energie, eine schöpferische Energie, die dich jetzt in deine Mitte bringt. Hier und heute bestimme ich, in meine Mitte zu kommen. Da gibt es keinen Weg links, keinen Weg rechts. Du kommst in deine Mitte. Und mit diesem Machtanspruch, mit diesem positiven Machtanspruch, mit dem du deine Energie jetzt bündelst und zentrierst, ja, mit diesem positiven Machtanspruch erlaubst du dir nun zu arbeiten. Hier und heute widme ich all meine Kraft dem höchsten Licht. Hier und heute widme ich all meine Kraft dem höchsten Licht. Möge das ewige Licht mich inspirieren und leiten. Möge das ewige Licht mich inspirieren und leiten. Meine Hände seien Werkzeuge des Göttlichen, meine Beine seien Werkzeuge des Göttlichen. All meine Sinne stelle ich nun in den Dienste des höchsten Lichts. All meine Kraft kommt aus der einen Quelle und ich widme diese Kraft jetzt wieder diesem Licht. Und erlaube dir jetzt mal, dieses Licht wirken zu lassen, diese Energie in dir wirken zu lassen. Und nun erlaube dir, durch die Klarheit, das Bewusstsein deines Inneren, die Blockaden zu sehen, wo du festhängst. Emotionale Blockaden in deiner Beziehung, in deinem Arbeitsumfeld. Blockaden, wo du in Versuchung gerätst. Blockaden, wo du vielleicht jemanden versuchst. Und all diese Blockaden erscheinen nun klein und nichtig und unwesentlich. Denn du stehst nun im Schatten des höchsten Lichts unter dem Schutz von deinem göttlichen höheren Selbst. Der Weg über Verbindungen, die dir nicht gut tun, führt stets über Enttäuschungen, über Dramen, über Rollen, die du immer wiederholst und wieder spielst, wie in einem schlechten Schauspiel. Und in diesem Licht, in dieser Kraft erlaube dir nun, diese Rollen zu transformieren, die Ketten, die dich binden, zu zerschlagen. Erlaube dir, deine innere Freiheit zu fühlen, deine innere Schöpferkraft zu fühlen, dein wahres Wesen zu fühlen.
diese Energie, dieses innere Licht, möge nun sämtliche Ketten und Verbindungen lösen und überstrahlen. Dieses innere Licht möge dir Frieden und Freiheit bringen. Und mach dir noch einmal jetzt bewusst, wo du wirklich versucht bist festzustecken oder immer wieder versucht wirst, dich zu binden, immer wieder nach unten gezogen wirst. Und erlaube dir, diese Energien nun aus deinem Leben zu verabschieden. Ich verabschiede die Versuchung aus meinem Leben, die mich faul macht, die Versuchung, die mich bindet, die Versuchung, die meine Energie einkesselt, die meine Inspiration unterdrückt, die mein wahres Wesen immer weiter beschwert. Ich tauche ein in mein wahres Wesen, ein Weg der Heilung, des Friedens und der bedingungslosen Liebe. Sämtliche Ablenkungen, sämtliches Chaos darf nun aus meinem Leben transformiert werden. Und erlaube dir auch, alles, was über soziale Medien, alles, was über dein Handy, alles, was über Medien zu dir dringt, egal ob jetzt alternativ, Standard, ist ganz wurscht, all das darf jetzt dein Feld verlassen. Und du erlaubst dir, dich selbst zu befreien, und Schöpferin, Schöpfer deiner Lebensenergie zu sein. Atme nun mal tief ein und wieder aus. Und spüre mal, wie die Ketten und Verstrickungen von dir abfallen, Aufgabenbereiche, die nicht zu dir passen, Arbeitsverhältnisse, die nicht zu dir passen, Menschen, die du nicht mehr in deinem Leben brauchst. Und spüre, dass du frei wirst. Spüre, dass du leichter wirst und dass du auch offener wirst. Und dass aus ursprünglichem Stress, aus ursprünglicher Anspannung, aus ursprünglicher Genervtheit Frieden, Liebe und Gnade erwächst. Erlaube dir, dieses Licht in dich aufzunehmen, das Licht der Gnade, der Großzügigkeit und der Freiheit. Gnade, Großzügigkeit und Freiheit. Und du spürst so, dass alle niedrig schwingenden Energien dein Feld verlassen und weit hinter dir zurückliegen.
Atme tief ein und wieder aus. Und nun erlaube dir, in diesem Licht der Großzügigkeit und der Liebe dein inneres Kind zu schützen und mit dir zu sprechen und zu sagen, fürchte dich nicht vor etwas Bösem, vor etwas Negativem. Fürchte dich nicht vor den Schreckgespenstern, die dir eingeflößt wurden als Kind, sondern erlaube dir jetzt, dich zu befreien und in meiner Liebe zu erwachsen. Und spüre nun, wie sich dein inneres Kind ausbreitet, deine Lebensfreude, deine Neugier, der Mut, auch Neues zu beschreiten. Und in diesem Augenblick findest du Frieden, Zufriedenheit, Leichtigkeit und Lebensenergie. Du spürst, dass sämtliche Ketten und Verbindungen, die dir nicht mehr gut tun, abgefallen sind, weit nach hinten gehen. Und dass du jetzt voller Kraft und Energie deinen Weg beschreitest. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Spür deine Energie, spür, wie du im Fluss bist. Spür, wie du Altes hinter dir gelassen hast. Und dann streck dich mal durch. Beweg deine Arme und Beine. Und erlaube dir in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukommen. Und spüre, dass du immer die Kraft in dir trägst, alles zu verändern, was dir nicht gut tut. Und dass du die innere Weisheit und Leichtigkeit besitzt, diese Dinge auch umzusetzen in deinem Sinne. Bedanke dich bei der geistigen Welt für diese Gaben. Atme nochmal tief ein und wieder aus und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Fühl dich klar und entspannt. Und dann öffne deine Augen, bedank dich nochmal bei der geistigen Welt, schließ alle Türen in die Vergangenheit, wo du angekettet und versucht gewesen bist. Und komm dann ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wie ist es dir bei der Reise gegangen? Konntest du gut loslassen? Konntest du Bindungen hinter dir lassen? Ich bin schon gespannt. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und wie immer, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal. Teil das Video mit jemandem, wo du denkst, okay, der könnte diese Meditation brauchen. Und du kannst natürlich auch alle anderen Tarot-Meditationen auf diesem Kanal dir anschauen. Und wenn du Interesse hast an einem Kurs oder einem Termin, dann schau einfach mal auf meiner Homepage nach. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns demnächst mal live sehen oder hier auf YouTube wieder aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal, dein Oliver Ereni. Tschüss.